Hallo zusammen, liebe Sparfriends. Das heutige Thema Kettenriss kann überall passieren. Und ja, auch in diesem Fall muss man nicht immer neu kaufen, sondern man kann eigentlich auch eine gebrochene Kette ganz einfach selber reparieren. Alles, was ihr dazu braucht, ist das richtige Tool mit einem Kettennieter und einem Kettenschluss. Ja, die gebrochene Stelle ist einfach zu finden. Und wenn ihr so einen Kettenschluss montieren wollt, dann müsst ihr jetzt eigentlich das gebrochene Glied vom Rest der Kette abtrennen. Ja, um das gebrochene Glied der Kette zu entfernen, brauchen wir eben unser Multitool mit dem Kettenöffner. Und das ist eigentlich ganz einfach. Es hat hier einen Anschlag, wo man die Kette schön reinlegen kann. Und dann muss man es einfach zuschrauben. Und jetzt müsst ihr eigentlich den Stift aus der Kette raustrennen. Und dazu braucht es ein bisschen Kraft, also das Teil gut heben. Und dann eigentlich den Verbindungsbolzen ganz rausschrauben. Ihr seht hier, der Pin kommt raus, bis er ganz raus ist. Und dann wieder retour drehen. Und dann könnt ihr eigentlich das gebrochene Glied so entfernen. Nachher, um sie wieder zusammen zu machen, haben wir jetzt zwei gleiche Enden. Und dazu können wir unsere Kettenglied brauchen. So einfädeln. Das andere nach oben. Und dann wieder zusammenstecken. Ja, jetzt, wo ihr gesehen habt, wie man das Kettenglied repariert, geht es darum, die Kette auch wieder richtig ans Velo montieren. Dazu ist es am einfachsten, wenn ihr den Wechsler entspannt und dann die Kette am richtigen Ort einfädelt, um den Rahmen herum. Am einfachsten vorne drauflegen und dann hinten das Gleiche beim Wechsler, dass ihr das Ganze am richtigen Ort einfädelt. Es geht eigentlich am einfachsten von oben nach oben. Schön wieder Röhrchen durch. Dann nehmen wir wieder unsere zwei Kettenglied. Und da ist wichtig, es hat einen Pfeil drauf, dass man sie dann auch auf die richtige Seite montiert. Wie gesagt, die Kette hat noch keine Spannung drauf, darum kann man es ganz einfach zusammenklicken. Von Hand könnt ihr es wahrscheinlich nicht ganz zusammenziehen, weil es relativ viel Kraft braucht. Darum könnt ihr jetzt noch eine Spannung auf den Wechsler und auf die Kette geben. Dann so weit zurückdrüllen und dann kurz das Rädchen heben und zusammenziehen. Ja, jetzt noch ein kleiner Pro-Trick für alle, die vielleicht nicht das Tool beieinander haben, um die Kette beim Kettenschloss gleich aufzumachen. Alles, was wir brauchen, ist eigentlich ein Hammer oder etwas zum draufhauen. Dazu die Kette wieder entlasten und dann auf dem grossen Kettenblatt so aufstellen und dann einfach einen kleinen Schlag mit dem Hammer und das Kettenschloss ist offen. Ja, ich hoffe, dass ich euch mit diesen Tricks zeigen kann, wie ihr das nächste Mal nicht heimlaufen müsst oder euch abholen müsst. Und viel Spaß beim Kettenflicken.